Palim, palim. Tagchen, ihr Lieben. Ja, könnt da ein bisschen auf den Tisch mit gucken. Darf ich vorstellen zur Rechten? Ist das überhaupt rechts? Oh, ich mit meiner Links- und Rechtsschwäche. Ich zeichne nämlich mit links und schreibe mit rechts. Mir bringt's gar nichts. Ja, meine Antenne ist oberhalb, aber ihr sollt euch konzentrieren auf die Karten. Paletten. Ah, das ist ein Witz, den man sieht. Das ist meine Leidenschaft. Steg zu. So, wen haben wir hier? Positives wie Negatives. Bitte unbedingt in dem Video drin lassen, ansonsten das Video verlassen. Solltest du hier nicht resonieren, verliere den Verstand nicht durch die Karten, sondern gewinne an deinen Impulsen. Für die Familie, für einen Menschen in deinem Leben, Liebe betreffend, Freundschaft, wen auch immer, ja? Wir haben hier jemanden, der wehrt ab, weil er keine Kraft mehr hat. Wir haben hier jemanden, der wehrt ab. Ein Mensch, der wehrt ab. Der wehrt irgendwie alles ab, ja? Wir haben hier einen Menschen zu liegen, der wehrt alles ab. Selbst wenn Hilfe von dir kommen würde oder selbst wenn man durch dich Kraft bekommen würde, der wehrt hier alles ab mit der Löwenenergie oder mit dem astrologischen Löwen in Sachen Stärke. Das ist so wie, nee, ich will da alleine durch, du hast mir nichts zu sagen, so nach dem Motto, ja? Ruhe wäre bei diesem Menschen sehr, sehr gut. Dieser Mensch gibt sich wahrscheinlich momentan keine Ruhe. Der bemüht sich nicht, die Ruhe zu bekommen. Es wäre schön, wenn man hier anfängt, an sich zu arbeiten, ja? Und vielleicht selber mal versteht, was man verbockt hat oder was man falsch macht. Switcht euch das um, so wie ihr euch seht, ja? Jetzt kommt die Person Nummer 2. Demnach spreche ich dich jetzt gerade hier an. Wir haben hier mal wieder ein Fest der Unmöglichkeiten. Es kann eine Schwere betreffend im finanziellen Bereich sein. Ich habe dir die Hand gereicht, habe Lehrgeld bezahlt, habe nichts wieder zurückbekommen, habe dir die Hand gereicht. Das kann diese Stärke beinhalten, aber du hast meine Hand abgeschlagen, ja? Und das, obwohl ich sehr viel akzeptiert habe. Eine Dreierkonstellation, wo sitzt du jetzt? Du hast mir versprochen zu kommen. Ich habe erst später erkannt, dass du mit jemandem zusammen bist, wie auch immer. Die Schwere hast du hier erkannt, übernommen und wenn es nichts mit einer Dreierkonstellation bestenfalls, was mich sehr glücklich schätzen würde, zu tun hat, dann geht es hier um die Schwere, ja? Aber du bist auf dem besten Weg, die Leichtigkeit wieder zurückzubekommen und demnach kannst du auch nichts mehr verlieren. Dein Gegenüber wehrt ja auch hier etwas ab, ja? Wo man sagen könnte, schön dumm. Du kannst dadurch natürlich sehr viel Kraft sparen, aber bei deinem Gegenüber könnte man hier sagen, ist schon ein bisschen dumm. Was hat es auf sich, dass man deine Stärke oder auch deine Anwesenheit so ablehnt? Vielleicht weißt du Sachen, die du nicht wissen solltest, ja? Vielleicht bist du einfach nicht die Kopie, die sich dein Gegenüber von sich selbst gewünscht hat. Ist ja manchmal auch so, ja? Dass man etwas ganz Verschiedenes sucht oder Unterschiedliches und möchte aber dann trotzdem die Version seines Selbst vor sich zu stehen haben. Na, um Gottes Willen, ja. Da habt ihr ja dann auch schon jemanden gehabt, der überhaupt keine Eigenverantwortung oder Selbstliebe jemals gelernt hat. Ja, wir haben hier das Arkanum der Tod. Ist schlecht, ist aber auch schön. Weil dieses Ding zwischen euch ist schon fast zu Ende oder ist zu Ende gegangen. Klappe zu, Affe tot, ja. Für dich kommt was Neues, logischerweise, wenn du es zulässt. Es sei denn, du bist hier in so einem verbitterten Zustand, wo du nicht loslassen kannst. Das liegt dann auch wieder in deinem Ermessen. Aber hier hält dich jemand von ab, ja. Und für dich steht hier einfach, ja, es hält dich jemand ab. Wenn das dein Gegenüber nicht machen würde, wie lange würdest du hier noch drin hängen, ja? Weil du hättest eh gewartet, bis dieser Tag kommt, bis dieser Mensch wahrscheinlich sagt, ich versuche dich jetzt von mir wegzutreiben. Und das ist ja weniger schön. Wir gehen mal in den Kopf deines Gegenübers rein. Was hat man hier für Mängel? Ich sage mit Absicht, wenn ich Mängel bei euch sehe, sage ich diese auch. Ja, könnten Trigger sein, weil man ja sowas nicht gerne hören möchte, aber so ist es nun mal. Wir haben hier die Welt, Ritter der Stäbe und 8 der Münzen. Ja, hier hat einen irgendjemand, irgendein äußerer Umstand ganz woanders hingezogen.
dieser Mensch hat mehr Energie, Mühe irgendwo anders reingesetzt. Hier könnten die äußeren Umstände sein bei der Welt, wo man völlig überzeugt von war, da war man völlig hin und weg. Musste sich vielleicht neuen Projekten geben, hat eine neue Arbeit angefangen oder hat eine besondere Aufgabe auf der Arbeit. Das könnten auch so Themen sein. Oh, was ist denn das hier schon wieder, ey? Meine Hautmilben krabbeln hier wieder rum, natürlich nicht. Äußere Umstände haben dein Gegenüber mit irgendeinem Lockmittel, mit irgendeiner Versuchung dorthin gezogen, wo man sehr viel arbeiten muss oder auch keine Kraft für dich mehr hatte, ja? Abgelenkt ist, abgelenkt wurde durch vielleicht zu viel versprochene Dinge, Sachen. Man hat sich hier irgendwo verleiten lassen von äußeren Umständen. Man sitzt hier in einer absolut neuen Welt für sich selbst drin, ja? Was ist bei dir? Page der Kelche. Du hast erkannt, dass dein Gegenüber sich für andere Menschen interessiert hat oder immer mehr Gefallen an anderen Dingen fand. Das ist dir bewusst, ja. Das war dir aber auch schon während der Beziehung bewusst. Du hast dir irgendwie gemerkt, dieser Mensch entfernt sich. Hast vielleicht Sachen gehofft, dass die angesprochen werden oder hast sie angesprochen. Aber du warst selbst von dir so überzeugt, dass vielleicht nichts an der Sache dran ist oder dass du dich hier nicht manipulieren lässt und durchziehst, ja. Das schaffst du, das willst du halten. Mit allem, was dir zusteht, das ist so deine Prüfung hier. Deine, ja, wie könnte man sagen? Du hast hier gesucht, welche Formel fruchtet, ja, so nach dem Motto. Der Magier. Wie kriege ich das hin, ja? Ich habe eine Intuition, ich habe eine Vermutung, eine Wahrnehmung, aber ich schaffe das schon, diesen Prozess hier zu halten. Da war wahrscheinlich auch deine Schwachstelle, ja? Das ist so ein bisschen, sollte es so gewesen sein, dass du gemerkt hast, hier sind einfach Nebenbuhler oder andere Menschen, dann ist das schon ein bisschen schräg, ja? Da hast du dich leider mit deinem Selbstwert verloren, deinen eigenen Selbstwert nicht mehr gesehen und du wusstest hier von der Sache, ja? Das war dir bekannt oder das wurde auch immer mehr bekannter. Du wusstest, dein Gegenüber schleppt sich hier in irgendwelchen Kreisen oder in irgendwelchen Energien rum, die überhaupt nicht deins waren. Ich glaube nicht vom Gefühl her, dass du hier mitgesprochen hast. Weil du hast alles dafür getan, dagegen zu arbeiten, ja? So nach dem Motto, wirklich mit deinen eigenen Waffen. Du hast hier gehofft, dass du diesen Menschen noch zur Vernunft kriegst oder irgendwie halten kannst, zurückholst. Vielleicht hast du auch probiert, Sachen aufzudecken, aufzulösen, nachzuschnüffeln, wie auch immer, damit du weiterarbeiten konntest. Du wolltest dir irgendwas nicht wahrhaben, ja? Obwohl es klar auf der Hand lag. Hier gibt's neue Energien, die bei euch beiden gestört haben. Und das war dir bewusst, das hast du erkannt. Vielleicht sogar wiederholend erlebt in dieser Beziehung, wo du dir dachtest, ach du Scheiße, nicht nochmal bitte. Wir gehen mal in das Herz deines Gegenübers. Was fühlt man? Das ist ein Ding, was vage ist, ja? Hier ist nichts fest. Also nicht, weil eine Waage gefallen ist, sondern hier wartet man ab. Das sind Anfänge, ja? Hier liegt jemand in den Anfängen, im Gefühl drin. Ich weiß noch nicht, wo es für mich hingeht. Ich warte hier erstmal ab. Vielleicht hat man sogar mit dir noch manchmal Kontakt gehabt, obwohl man hier abgewartet hat, wie sich was anderes entwickelt. Also wenn, dann war das ein falscher Move, würden wir heute sagen. So richtig loslassen konnte man von dir nicht, aber man hat sich auch für die andere Sache hier interessiert, ja, wo man heute drin klebt, was aber nichts für die Dauer ist. Denn man merkt, zwei Sachen funktionieren nicht, ja. Ich habe hier, glaube ich, unsere Geschichte noch nicht abgearbeitet, sagt dein Gegenüber. Oder habe mich selbst in diesem Gefühl verlassen, bei Acht der Kelche. Ich habe mich selbst nicht auf mein Gefühl verlassen und ich habe mich selbst, was habe ich davor gesagt? Ich habe mich selbst auf mein Gefühl nicht verlassen und ich konnte auch das Gefühl für uns beide nicht verlassen, bis heute. Vielleicht deswegen teilweise dumme, kurze Sprüche, Antworten. Wenn ihr gar keinen Kontakt mehr habt, liegt hier jemand in einer Warteposition, ja, was wird draus?
wo geht's für mich lang? Hier hat man überhaupt nicht ordentlich überlegt, bevor man diese neue Welt angetreten ist oder sich für eine andere Richtung entschieden hat, liegt man hier wirklich so, ja, ich weiß nicht, was kommt, lassen wir es auf uns zukommen. Es ist so wirklich vage. Ja, hier haben wir den Teufel, die Steinbock-Energie, ja. Hier macht man irgendeine, ich will nicht sagen verkehrte Transformation, aber entweder ist man so von sich überzeugt, dass man hier auf Teufel komm raus, im wahrsten Sinne des Wortes, seine eigenen Gefühle nicht mehr wahrnimmt. Man hat sich selbst verlassen, ja. Man läuft vielleicht, funktioniert auch nur noch mit seinem Körper. Man will vor anderen vielleicht auch ganz anders dastehen, als man vor dir stand. Man ist hier irgendwie gefangen in sich selbst. Man hat hier mit sich selbst hier gerade eine Auflösung zu tun. Und ich bin einer, der den Teufel nicht verteufelt. Nicht, weil es mein Sternzeichen ist, aber der Teufel sind auch Warnungen, ja. Aus diesen teuflischen Sachen oder Angriffen oder diesen verteufelten Situationen wächst man ja auch dran, ja, wenn man nicht ganz zu blöde ist und nicht beim Teufel kleben bleibt und alles so sieht, ja. Man muss sich ja von niemandem abhängig machen oder man darf sich auch nicht abhängig machen. Aber es ist so wie, der Teufel ist auch immer so eine Warnkarte, ja. Und das vergleiche ich immer ganz gerne mit jeder, der hier so einen Schrott von Teufeln erzählt. Ich glaube, jemand, der ihn hier verteufelt, weiß gar nicht, was er macht, ja. Der weiß, glaube ich, seinen inneren Schweinehund nicht kennenzulernen oder einzusetzen. Es ist immer eine Frage, dass, wie nimmt man das auf? Wenn du ein Kind hast und ich habe davon 3 Stück, ja, und wurde ja selbst geprägt, jeder wurde von uns geprägt, fassen wir auf die Herdplatte rauf, ja, oder nimmt das Gehirn das auf, dass uns jemand dahin erzieht und sagt, das ist heiß. Was ist denn aber heiß, ja? Und da kommt ja schon die Versuchung beim Kind. Muss ich jetzt das Kind in die Hölle sprechen, dass es vom Teufel besetzt ist, weil es doch mit der Hand auf die Herdplatte fest? Nein, das ist eine Aufgabe, die Eltern hier übernehmen müssten. Sowas wie, du darfst mal kurz berühren und merkst, das ist eine andere Empfindung. Da ist Temperatur zu spüren, ja, und keine angenehme wahrscheinlich. Natürlich legt man die Hand nicht auf die Herdplatte, sondern diesem Kind als Warnkarte zeigen, du pass mal auf, das ist heiß. Und natürlich sichert man als Eltern eine Herdplatte ab oder auch für Haustiere oder wie auch immer, dass es gar nicht zu dieser Situation kommt, ja. Und deswegen ist es für mich eine Lehre, die hier abfällt für diesen Gegenüber, für den du einschaltest. Der wird, wenn er gut ist, Konsequenzen aus dieser Prüfung hier ziehen, ja. Und ich glaube, man knallt volles Rohr ohne Warnung rein, sodass man merkt, was habe ich hier gemacht, ja? Eigentlich bin ich ja von anderen abhängig. Obwohl dieser Mensch vielleicht eine sehr starke Größe hatte nach außen, dass man hier gewappnet ist, dass man sich schützen kann, dass man schon weiß, was man macht. Im Endeffekt ist man hier sich selbst überhaupt nicht stark genug oder überlegen genug, ja? Man rennt hier immer wieder in Kreise rein, wo hier eine Versuchung stattfindet und man versteht einfach nicht das Prinzip, hey, du wurdest irgendwie zu raffgierig oder du siehst alles irgendwie ein bisschen falsch in dieser Welt, wo du mit Menschen zusammenkommst, die nicht in deine Welt passen, ja? Dann such dir doch nicht die Menschen, wenn du der Meinung bist, die passen nicht zu dir, ja? Aber dieser Mensch hat es irgendwie drauf, die Warnung hier nicht zu verstehen. Und natürlich setzt dann auch eine üble Teufelsenergie ein, ja? Wo man gefangen ist. Und es könnte für mich sein, dass hier jemand wirklich einen Schritt in eine Richtung gemacht hat, die zukunftsgesehen noch lange andauert, ja? Die nicht gerade so fein und schnell zu durchleben ist. Weil man fragt sich hier letzten Endes wirklich, wo war mein Gefühl? Ich habe mich selbst verlassen, ja? Ich habe mich selbst verraten. Also irgendwie liegt man hier wirklich so, da kommt noch irgendein dicker Knüppel raus. Ich habe mich selbst verraten. Ich lege mal auf den Teufel. Nee, die will auch wieder rein. Ich lege mal auf den Teufel. Ja, hier in der Verbindung. Ja, die Verbindung
hat man wahrscheinlich generell nicht verstanden. Man ist auch mit sich selbst nicht verbunden gewesen. Tja, und wenn man mit sich selbst nicht verbunden gewesen ist oder verbunden ist, kommen hier schnell Süchte rein, wo man sich verliert. Kommen ein Haufen dreckiger Menschen ins Leben rein, wo man sich verliert, wo man ja angebunden ist, wo man denkt, man ist angebunden, aber die eigene Anbindung hat man hier verloren. Ja? Die eigene Anbindung hat man hier verloren und hat sich selbst nicht auf sein eigenes Gefühl verlassen. Hier findet ein Prozess statt, wo dieser Magier von dir eine große Rolle spielen kann, weil du weißt, dieser Mensch ist leicht manipulierbar oder leicht lenkbar, sagen wir es mal so. Das hast du irgendwie vielleicht schon mitbekommen, ja? Und deswegen dachtest du auch, diesen Menschen kriegst du hier irgendwie gehalten, ja? Dieser Mensch wird irgendwann aufwachen, aber es ist nicht so leicht, wie du dir das gerne vorgestellt hättest oder haben könntest, ja? Dieser Mensch ist hier komplett mit sich selbst erstmal in erster Linie verloren. Die ganzen Außenumstände, die ganzen äußeren Menschen, die ticken eben genauso, die haben sich alle verloren, ja? Die brauchen sich, weil sie sich gegenseitig nicht verlassen können, auf ihr eigenes Gefühl und pumpen sich Schatten und Schatten zu, ja? Oder Versuchungen und Versuchungen zu. Das ist eine reine Versuchung, ein Projekt bei deinem Gegenüber, diese Linie, die man hier lebt, kann gut ausgehen, wenn man es erkennt und auch dankbar ist. Kann aber auch sehr, sehr heftig ausgehen, dass man wirklich hier in der Existenz oder wie auch immer von irgendwelchen Süchten oder jeglicher Art hier abhängig wird und sich selbst völlig verloren hat, ja? Hier wechselt man zu so einer Seite, wo man sich völlig verloren hat, wo du denkst, was mit dem passiert oder mit ihr. Was hat dieser Mensch denn für Ansichten bekommen, ja? Wie kann man sich denn so verlaufen? Mit welchen Menschen hat dieser Mensch denn hier zu tun? Kriegt er das nicht mit? Nee, kriegt er nicht mit, ja? Weil man hat sich ja selbst getäuscht. Man täuscht sich ja die ganze Zeit selbst. Man hat sich selbst quasi verlassen, ja? Als ob man irgendwie aus der Seele rausgetreten ist und latscht hier mal ein paar Runden, ich habe keine Ahnung, was passiert, aber die Bindung letzten Endes, die Kurve dazu, die liegt hier mit Unwahrscheinlichkeit, ja? Also angebunden ist man hier eher an irgendeine Abhängigkeit, die man sich selbst erschaffen hat, ja? Also da muss man selbst lernen, rauszukommen. Aber das wird hinten raus noch gefühlt werden, dass hier was schwer ist. Du willst die Klarheit, du hast eine Klarheit, wie auch immer, in welcher Phase du hier stehst. Du brauchst die Klarheit, für dich liegt das auf dem ersten Platz bei deinem Herz. Die Klarheit ist für dich hier klar. Die Klarheit ist für dich hier klar. Mir ruf schön. Ja, du hast darauf gar keinen Bock, ja? Du hast gar keinen Bock. Du bist vielleicht auch ein Elternteil mit sehr weiblichen Energien. Du bist bedacht, dass es Menschen gut geht an deiner Seite, aber nicht, wenn du verhungerst, ja? Und spätestens da an dieser Stelle, wenn du merkst, sie verwelkt und hier ist nur noch Dürre, hier kriegst du nichts mehr zurück, wird Klartext gesprochen. Vielleicht auf diesen Klartext hin hat sich dein Gegenüber dann hier verlaufen, ja, dann so what, ja? Kannst du nicht eine andere Figur daraus machen oder einen anderen Menschen. Dieser Mensch muss hier den Klartext nicht verstanden haben, hat dir vielleicht auch nicht die klaren Worte zum Verstehen gegeben, aber da kannst du jetzt keine Rücksicht mehr drauf nehmen, ja? Du musst hier vorwärts, du musst hier weiter, du musst, sei froh, dass du hier nicht mit dieser Person gerade aktuell so viel Kontakt hast oder wenn sogar gar keinen, weil hier ist man wirklich in einer puren, egoistischen, falschen Linie drin, ja? Wo die Aufgabe heißt, erkenne das. Oder du sitzt schneller drin und kommst nie wieder raus, ja? Für dich war vieles fragwürdig, ja? Für dich war vieles fragwürdig. Du hast dir vielleicht auch schon Gedanken gemacht, wie kann man denn so eine Schritte machen? Was ist denn daran von Mehrwert, ja? Du bist ja hier angelegt für Mehrwert. Du stehst als Person für Erhalt. Du kümmerst dich auch drum. Aber du willst es erhalten, ja? Du willst da einen Mehrwert draus ziehen. Dein Gegenüber hat es wahrscheinlich nicht so ernst genommen, ja, so, wo kommt man her, wo kommt man rein, guckt ja auch immer das Umfeld an, ja, ich kann es nur betonen, es hat nichts zu heißen, wenn man bescheuerte Eltern hatte, dafür kann ja ein Mensch nichts, aber auch das Umfeld, guck dir das Umfeld an, mit wem dieser Mensch Kontakt hat, ja, wie Arbeitskollegen reagieren und drauf sind, wie Freunde reagieren und drauf sind, all das zeigt schon, wo dein Gegenüber, mit welchen Menschen man sich abgibt, ja? Ist da nur eine Hetze? Ist da hinterm Rücken? Wird nur gelacht? Gibt es da eigentlich nie tiefe
Gespräche, ja. Wir haben auch hier, das ist deine Entscheidung, ja. Im Herzen. Im Herzen weißt du, das gehört der Vergangenheit an. Dein Platz ist auch gar nicht mehr in der Zukunft bei deinem Gegenüber hier drin. Du bist hier wirklich so am, ja, entweder Entscheidung für dich, eine Scheidung für euch, aber darauf hast du keine Lust, ja. Das gehört ganz, ganz kräftig der Vergangenheit an. Sagt zumindest dein Herz, ja, weil dazu kommt deine Selbstliebe, ja, du weißt ja, was du machen kannst als Herrscherin, die wir hier zu liegen haben. Deine Selbstliebe, du trägst den Kelch, auch wenn er leer ist, du füllst ihn wieder voll, ja. Dein Herz hat genug Liebe für mehrere Menschen, aber nicht in so einem Stil hier, wo man gefährlich oder falsch agiert, ja. Wir gehen mal in die Tendenz von deinem Gegenüber rein. Könnte sein, dass hier jemand wieder zurückjuckelt und sagt, oh Mann, mir geht's so schlecht. Bitte gib mir, ja. Weil du hast es ja. Bitte gib mir auch wieder zurück. Mein Cage ist leer. Könnte in der Tendenz sein, oh, ich hab's gemerkt. Aber dann kommt man hier ganz, ganz abgenutzt zu dir zurück, ja? Man kommt mit schweren Lasten zu dir. Wir haben hier die Fischer-Energie und möchte, dass du das wieder gerade rückst. Erste Warnstelle. Es gibt ja nichts gegen einzuwenden, wenn man erkennt, man hat Fehler gemacht, ja? Dafür ist ja ein Teufel da. Aber man kann sich und sollte sich hier nicht in mir fehlt was, ich habe ein Vermissen, ich stecke im Schatten, bitte mach mir mein Cage voll. Du hast davon genug. Da solltest du dich hier nicht unbedingt lenken lassen, ja? Weil man will hier wirklich raus. Und ich habe das Gefühl, dein Gegenüber will hier nicht mit Eigenleistung ein neues Leben aufbauen, sondern sucht jemanden, wo man ganz schnell aus diesem Bereich wieder draußen sein könnte, ja? Ohne große Mühe. Weil das kann ja auch daneben gehen, ja? Der Narr steht ja auch für Risiken. Man weiß ja auch nicht, wo es hingeht. Man hat den Mut, aber das ist, hat man hier überhaupt daraus gelernt, ist die Frage. Nee, könnte so ein, ja, ich habe daraus gelernt, aber ich brauche jetzt jemanden, der mich heilt, wirklich, ja. Du hattest recht, ich wurde so verletzt, ich habe es nicht gesehen, ich habe es nicht erkannt. Ja, je nachdem, was es für eine Art Mensch ist, entscheidet ihr, ja. Ob ihr das für richtig empfindet, diese Ablehnung bei deinem Gegenüber wieder herzurichten. Ihr müsst euch auch immer vorstellen, wie hat man euch wehgetan in diesem Moment. Aber das kommt einfach, weil man merkt, ich habe hier einen Fehler begangen, ja. Aber warum solltest du den Fehler ausbügeln? Da fängt für mich das Spiel wieder von vorne an, ja? Das Alte nicht sehen, es ist ja schön, wenn man neu anfängt, keine Frage, nicht falsch verstehen. Aber ich kann eben auch nur ein bisschen geben als Mensch, ja? Und den Rest machst bitte mal du. Ich verspreche dir oder lass uns doch noch mal treffen oder im Inneren weiß ich oder weiß es auch gar nicht, sondern kann nur das Mindeste geben. Vielleicht kommt ja auch ein Kind zurück, ja, wenn ihr als Mutter oder Vater einschaltet. Aber ansonsten ist das für eine erwachsene Person, die ja einfach nicht mehr gelernt hat oder mehr geben kann für eine langfristige Beziehung, ja, oder den Erhalt. Den Rest machst du ja schon. Da musst du dir überlegen, bist du für den Rest zuständig? Oder duldest du hier einfach nur Prozesse, damit du eine Aufgabe hast? Ist natürlich auch nicht gerade lustig. Nee, hier könnte wirklich jemand zurückkommen, der sagt, ich kann, wir kennen das schon. Du kennst mich ja, ich kann nur ein bisschen geben. So richtig draus gelernt habe ich hier nicht, ja? Nee. Naja, nee. Hier ist für mich jemand, der ist überhaupt noch nicht in der Tendenz, selbst wenn er zurückkommt. Ist hier jemand, der ist ja völlig
quer im Denken drin, ja, wirklich ein Querdenker, aber auf eine andere Art und Weise. Vielleicht ist er ja auch noch irgendwie im Bewusstsein kleben geblieben, was kein Bewusstsein ist. Ja, es könnte wirklich mit dem Teufel hier zu tun haben. Hier ist man nicht so gerade unterwegs. Hier weiß man immer noch nicht, wo will man denn hin, ja? Man denkt, das wird schon oder hatte es ziemlich einfach mit dir. Aber man hat hier irgendwie ein gestörtes Wahrnehmungsempfinden, ja? Also ist irgendwie nicht eure Linie, eure Leitung. Man denkt vielleicht von den großen, tollsten, schönen, das will ich noch erreichen, das will ich noch schaffen und ich zeige dir, wer ich wirklich bin. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, aber in Wirklichkeit bin ich mit Gedanken ganz woanders, ja. Mich kann man wahrscheinlich auch nicht verstehen. Vielleicht auch sehr oft, naja, du verstehst mich ja nicht, selber schuld. So, ja. Wir gehen mal in die Tendenz. Du blockst ab, ja? Für mich blockst du hier ab. Du sagst dir, wenn hier jemand zurückkommt, ach du Scheiße, bloß nicht, ja? Du betest hier schon fast im Inneren, auch wenn du das vielleicht nicht fühlst. Klingt jetzt auch ein bisschen manipulativ. Aber du hoffst hier irgendwie gar nicht auf diese Person, dass sie zurückkommt, weil du dir denkst so, oh Gott. Dann fängt ja schon wieder die Aufarbeitung an, ja? Und dann, was soll denn anders geworden sein? Hat das dieser Mensch verstanden? Bin ich wieder für alles zuständig, ja? Dass du hier die meiste Verantwortung jedes Mal bekommst und du sagst nee, ja? Wenn man hier nicht wirklich dir hundertprozentig sagen kann, dass man mit sich rein ist, man kommt nur her, dann lässt du diesen Menschen nicht rein. Es geht hier um deinen Selbstwert, ja? Du hast ihn dir wieder aufgebaut, bist ihn dir am Aufbauen. Du willst hier nur noch zum Sieg, zum Ziel. Das Ziel ist erstmal, dass du dich hier wieder merkst, ja? Dass du hier wieder Boden unter den Füßen bekommst. Und sollte dieser Mensch das nicht vorweisen, sagst du auch wirklich so dankend, oh nee, danke, ja, um Gottes Willen, bleib mir fern, ich bin gerade am Aufbauen. Wenn ich hier sehe, dass hier irgendwas nicht in diese Linie geht bei deinem Gegenüber, ja, dann lässt du diesen Menschen auch nicht rein. Das war dir eine Lehre, also im wahrsten Sinne des Wortes. Auf diese Lehre mit EE hast du gar keinen Bock mehr. Ja, womit du Probleme haben könntest, wenn es hier um eine Liebschaft oder Freundschaft geht, du bist ja einfach irgendwie zu diesen Menschen immer hingezogen, ja? Das könnte die einzige letzte Schwachstelle sein, wo du immer wieder hier rüber gestolpert bist und hin und her überlegst. Da ist jetzt der Punkt, wenn dein Gegenüber auf dich zukommt oder auch wenn nicht, dass du immer hier wieder denkst, boah, aber diese Anziehung, die war so stark, ja? Und einerseits war es doof, andererseits war es gut. Immer dieses On-Off, dieses nie was Festes. Diese Anziehungskraft könnte dich quälen, dass du hier aus diesem Gedankenstrudel überhaupt nicht rauskommst, dich zu verabschieden von deinem Gegenüber, ja? Oder dass du das auch erkennst und lernst. Bei aller Liebe, aber ich habe keinen Bock mehr, die zweite Geige zu spielen, ja? Du weißt für dich, das ist ein Schwachpunkt eventuell. Aber da kannst du mit Ast der Stäbe drüber gehen, ja? Da besteht die Chance, zum ersten Mal zu sagen, bei allem Gefühl, bei allem, was uns hier feurig unterstützt hat, wo du dich oftmals verloren hast im Verstand, das Zweierding willst du nicht mehr, ja? Dieses 50-50, darauf hast du keinen Bock. Wo ist sie denn? Ah, ja. Darauf hast du keinen Bock, ja? 50-50 auf gar keinen Fall, geh mir weg. Bleib fern. Vielleicht bist du auch jemand, der einschaltet und hier zweite, dritte Mal erst wieder und immer wieder sagt, ja, bis du in 6 Monaten vielleicht die Legung nochmal anguckst und sagst, mein Gott, bin ich bescheuert, ja, ich habe jedes Mal diesen Menschen rangelassen. Aber hier in der Tendenz, nee, nochmal nicht, ja, 50-50 auf gar keinen Fall. Eure Verbindungskarte. Alle, die ich halten kann, probiere ich zu halten. Die mir zufallen, die haben dann auch den Grund. Ah ja, die Waage-Energie. Hier geht es um Gerechtigkeit. 50-50 gibt es nicht mehr. Müssen 100 sein. Gleiche Gradzahl. Die Skala auf 0, als ob ihr eine Wasserwaage habt. Hier wird nichts mehr
prozentual unterschieden, ja? Es gibt hier kein 50-50-Modell mehr. Es gibt hier mit der Unsicherheit hast du auch keinen Bock mehr. Dagegen wehrst du dich, wenn dieser Mensch auf dich zukommt, der immer noch hier drin liegt, ja? Auf gar keinen Fall. In dieser Energie von Ungerechtigkeit liegst du nie wieder. Wenn, dann muss es ausgeglichen, ausgewogen sein. Du musst eine Balance spüren, eine Gerechtigkeit auch sehen, die dein Gegenüber hier aussprechen könnte, die ernstzunehmend ist. Der Mensch, der aus diesem Teufelskreis rausgekommen ist und dir das wirklich überbringen kann, mit Tatsachen sagen kann, hier, das ist mein Beweis, ja, ich habe es geschafft zu halten. Hier ist nichts wieder aus der Waage gekommen, aus dem Gleichgewicht. Ich habe es geschafft zu halten. Und der muss dir das natürlich auch zeigen, ja? Und nicht nur in Worten, sondern auch in Taten. Hier brennt die Schüssel. Hier brennt die Schüssel. Ich hoffe nicht. Aber Stresssituation, wisst ihr selber, da knattert es schön. Da könnte auch die Schüssel brennen. Stress tut dem Darm, tut generell jeder Zelle im Körper nicht gut, ja? Verlasst euch da bitte drauf, das werdet ihr selbst wissen. Heute gehen wir auch mal wieder mit einer Astrokarte rein. Auch wieder zwei. Die Verschmelzung und Energie in der Konjunktion und wir haben im Quadrat die Herausforderung und Disharmonie. Also alles geht um die Stabilität. Ein Quadrat hat ja logischerweise auch vier Eckpunkte, sehr viel mit Erdung zu tun, sehr viel mit Entgiftung und Falschheit. Ja, wir hatten den Teufel auch. Entziehst du dich davon? Lässt du dich nochmal drauf ein? Hast du Bock auf die Disharmonie? Ich glaube nicht. Und die Konjunktion ist über dem Selbstermächtigten bei dir, ja, du ermächtigst dich selbst, in die Verschmelzung zu gehen mit deiner Energie, um hier zu verstehen, 50-50-Prozesse überhaupt nicht mehr, ja, die müssen schon in die Ergänzung treten, in verschiedenen Zyklen, aber nicht dauerhaft, dass du hier als Herrscherin ackerst und irgendwie Probleme hast, dich selbst zu finden oder selbst, du selbst sein zu dürfen, ja. Das ist das, was ich sagen wollte. Ihr Lieben, bleibt gesund. Danke fürs Zugucken und bis, ja, irgendwann. Die Lego kommt ja eh raus, wann sie dann raus soll. Tschüssi.